Viele traditionelle chinesische Gerichte haben geheimnisvolle Namen, weil sie mit alten chinesischen Legenden verbunden sind. Zum Beispiel hat das Gericht Ameisen am Baum die folgende Legende. Vor mehr als 400 Jahren gab es in China ein kleines Mädchen namens Due. Ihre Mutter war seit ihrer Kindheit tot. Ihr Vater war ein armer Gelehrter, und eines Tages musste er in die Hauptstadt reisen, um an einer offiziellen Prüfung teilzunehmen. Um das nötige Reisegeld zu erlangen, verkaufte er seine siebenjährige Tochter als Kinderbraut an die Familie Kai. Doch nach nur zwei Jahren erkrankte der Sohn der Familie Kai und starb, so dass Due und ihre Schwiegermutter aufeinander angewiesen waren. Es gab einen lokalen Schurken namens Zhang Lü. Er liebäugelte mit Due und wollte sie zwingen, ihn zu heiraten. Die Schwiegermutter von Due war damit nicht einverstanden, was dazu führte, dass Zhang Lü einen Groll gegen sie hegte. Eines Tages besuchte Zhang Lü zusammen mit seinem Vater die alte Frau und nutzte die Gelegenheit, um ihre Suppe zu vergiften. Unglücklicherweise wurde die Suppe von Zhang Lüs Vater gegessen und er wurde tödlich vergiftet. Zhang Lü war darüber so erzürnt, dass er die Schwiegermutter Kai wegen Mordes anklagte. Vor dem Gericht versuchte der korrupte Gouverneur die alte Dame zu einem Geständnis zu zwingen, indem er sie vor den Augen von Due folterte. Um ihre alte Schwiegermutter zu schützen, gestand Due den Giftmord. Der korrupte Gouverneur verurteilte Due daraufhin zum Tode und ließ sie hinrichten. Später kehrte der Vater von Due als hoher Beamter in seine Heimatstadt zurück. Er ließ diesen Fall erneuert untersuchen und der Mörder Zhang Lü wurde zum Tode verurteilt. Auch der korrupte Gouverneur wurde bestraft. Das Gericht Ameisen am Baum wurde von Due erfunden. Damals hatten sie und ihre Schwiegermutter Kai ein hartes Leben und kein Geld für Fleisch. Due musste mit klein gehacktem Schweinefleisch und Glasnudeln ein Gericht kochen, das wie Ameisen auf Baumzweigen aussah. Deshalb nannte Schwiegermutter Kai dieses Gericht Ameisen am Baum.